Das ist Caroline. Und das ist Ralf. Und zusammen machen wir jetzt, das ist so großartig, was wir jetzt machen. Das ist richtig gut. Wollen wir es sagen oder behalten wir es für uns? Ich würde es schon sagen, glaube ich. Wir laden die Leute dazu ein. Wir müssen die Leute doch informieren über unser großartiges Angebot. Das stimmt. Also das großartige Angebot sieht so aus, dass hier in der Jablonski-Straße die NLP-Ausbildung live mit mir als Trainer vor der Gruppe stattfindet. Und, jetzt kommt der andere Einsatz. Dann online ins Internet übertragen wird. Genau. Mit Caroline als Online-Trainer. Genau. Das heißt, es gibt dir die Möglichkeit, dass du das Training online, live, wie so eine Fernsehübertragung von irgendeinem großartigen Event dabei bist, dass du Übungen mitmachen kannst. Wir werden zum Teil auch eigene Übungen designen für die Online-Gruppen, genau, wo die Übungen, die hier im Raum sind, nicht so richtig passen. Genau. Und Caroline betreut eben den Online-Teil und betreut auch die Online-Kleingruppen zusammen mit Nicole. Genau, das heißt, ich stehe euch die ganze Zeit für Fragen zur Verfügung am Chat. Ich kann euch sogar auch mal, wenn ihr wollt, auf laut stellen, dass ihr ausführliche Fragen direkt in den Raum stellen könnt und direkt an Ralf. Plus, während wir hier live Kleingruppenübungen machen, schicke ich euch dann in Online-Kleingruppen, wo ihr mit den anderen Online-Teilnehmern üben könnt. Ich habe das Ganze kennengelernt in meiner Zeit als Musiker und auch später bei Keith Johnson in Schauspielkursen. Da nennt man das aktive und passive Teilnahme, wobei ich die passive Teilnahme ehrlich gesagt nie so passiv fand, weil man kann auch auf eine sehr aktive Art zuschauen und halt innerlich die Sachen machen, auch gerade mit der Möglichkeit, Dinge hinterher nachzuarbeiten und so. Es kann auch zwischendurch mal Online-Treffen und sowas geben, das heißt, es ist schon eine Möglichkeit, wirklich gut NLP zu lernen. Außerdem eignet es sich auch sehr gut als Kurswiederholung oder als Vorbereitung einer Live-Teilnahme. Also da gibt es schon sehr schöne Möglichkeiten. Und das haben wir noch vergessen, es gibt auch einen Präsenztermin, der ist freiwillig. Das heißt, wenn die über Internet dabei sind, auch einen Tag sich mit Live-NLP-Lern treffen wollen, dann machen wir hier ein Übungstreffen in der Jablonski-Straße. Sollen wir Schluss machen? Echt jetzt? Naja, wir machen vielleicht einen kurzen, wie soll ich sagen, Standby, bis wir uns hier dann hier oder im Internet sehen. Genau, bis bald, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.